Wir haben mit einer gewissen Absicht jenes Thema am Beginn dieser Tagung gestellt, das vielleicht sich am pragmatischsten und am konkretesten mit dem Konflikt und der möglichen Konflikt, der Lösung dieses Konflikts auseinandergesetzt setzt. Schritte zu einem Waffenstillstand und in der Folge zu einer Übergangsregierung. Wie ich schon vorher angedeutet habe, ist es nicht an uns jetzt, um irgendwie falschen Verdächtigungen vorzubringen, die Übergangsregierung vorzuschlagen, sondern es geht darum, welche Maßnahmen sollten getroffen werden, um Schritt für Schritt dieser Ziel eines Waffenstillstands näher zu kommen und auch einer Verhandlungslösung näher zu kommen. Das war die gleiche Fragestellung, die wir vor kurzem, nicht einmal, glaube ich, vor 10 Tagen war es, in Tunis beim Weltsozialforum unter der Teilnahme von sehr, sehr wichtigen Friedensorganisationen weltweit und sozialen Bewegungen auch, wie die US-Organisation United for Peace and Justice, Women for Peace, die italienischen Friedensbewegung, die sich auch während des Irakkriegs ja artikuliert gehabt hat, auch Organisationen wie ATTAC, die sich nicht vielleicht als Friedensbewegungen identifizieren von vornherein, aber doch auch Syrien als einen Gegenstand ihrer Verhandlungen, ihrer Gestaltungsmöglichkeiten macht. Es waren ungefähr 50 bis 100 dieser Organisationen vertreten, unter anderem auch Vertreterinnen wie hier, der einen sowie der anderen Seite, die einander militärisch bekämpfen zurzeit. Und wir konnten aus diesem Prozess heraus einige Punkte herausfiltern, die irgendwo einen Konsens gefunden haben unter den dort Anwesenden. Und um nicht bei Null zu beginnen, will ich ganz kurz nur, es sind nur wenige Punkte, diese Punkte auch vorstellen und die Anwesenden auch bitten, in ihr Statement von etwa 7 bis 10 Minuten zu diesen Punkten Stellung zu nehmen, um dann in der Folge auch aufeinander, es wird ja sicherlich auch Widersprüche geben, eingehen zu können und vielleicht einen Konsens auf einer anderen Ebene zu erzielen. Zu diesen Punkten, die wir angepeilt haben, zählt als eines der wirklich wichtigsten, wo alle damit einverstanden waren, die Unterstützung, aktive Unterstützung von lokalen Waffenstillständen, wie es in den Konflikten öfters gibt, weil die betroffene Zivilbevölkerung, die ja die bedrohtesten sind, braucht sozusagen etwas, um atmen zu können. Und da gibt es oft, und das gibt es auch derzeit in Syrien, auf der lokalen Ebene Waffenstillstände, wo man sagt, also einen Tag kann die Zivilbevölkerung Brot kaufen gehen oder jedenfalls irgendwie unter dem Schutz der lokalen Militärkommandanten hier einen Prozess in Gang zu bringen, der sich ausweiten könnte. Das hat auch zu tun mit dem zweiten Vorschlag, kriegsfreie Zonen zu schaffen, in denen sowohl die Regierung
Abstand nimmt von den Bombardierungen, als auch die Oppositionskräfte von militärischen Attacken. Drittens, die Präsenz von Hilfskräften wie dem Internationalen Roten Kreuz, von Beobachtern, Menschenrechtsbeobachtern, dem Roten Halbmond, humanitäre Organisationen, die die Not am meisten imstande sind, diese Not zu lindern und ihnen auch diese Zufahrtsmöglichkeit zu geben in alle Gebiete von Syrien. Viertens, und da ist es natürlich, das ist, hat lange gebraucht, ob einige haben daran gezweifelt, dass das überhaupt möglich ist, dass eine internationale Kommission, welcher Art auch immer, eingerichtet werden, unabhängige Kommission eingerichtet wird, um die Waffenlieferungen, von wo immer sie kommen mögen, zu unterbinden, zu stoppen oder zumindest der Öffentlichkeit bekannt zu geben, wenn eine solche Vereinbarung getroffen wird. Ein Vorschlag, der insbesondere von Regierungsseite eingebracht worden ist, unter den Anwesenden, der aber auch den Konsens gefunden hat, war, alle ausländischen Kämpfer davon abzuhalten, in das Land zu kommen. Auf der anderen Seite ist die Situation der Gefangenen sehr, sehr kritisch unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wie sie sich vorstellen kann. Und da als Minimalforderung die Frauen, die gefangenen Frauen und auch Gefangene in einem kritischen Gesundheitszustand, ältere Menschen freizulassen als ersten Zeichen des guten Willens. Und dann gab es noch eine Reihe von anderen Punkten, die erwähnt worden sind und die auch kein großes Problem in der Diskussion verursacht haben. Das ist der Schutz der nationalen Schätze, von denen es ja in Syrien sehr viele gibt, und die Evakuierung dass die militärischen Kräfte diese Schätze räumen, um sie nicht, diese archäologischen Schätze räumen, um sie nicht der Zerstörung preiszugeben. Und last but not least ist die Wasserversorgung ein besonderes Problem, teilweise auch die Elektrizitätsversorgung, und das soll sozusagen als Minimalziel im Interesse der Zivilbevölkerung angepeilt werden. Und das alles soll, wie ich schon gesagt am Anfang, den Boden bereiten für eine internationale Konferenz, in der über diese oder auch andere Fragen, die hier die debattiert werden sollten, dass die dann weiter vorangetrieben werden können, Vorschläge ergänzt werden können. Es ist jeder, auch unter den Anwesenden, dazu aufgefordert, seinen oder ihren Beitrag zu leisten. Ich möchte nun die Vertreterinnen hier am Podium vorstellen. Dr. Michael Sage ist seit Syrer 1959 in Deutschland, Arzt, Internist und langjähriges Mitglied der deutsch-syrischen
Kulturgesellschaft. Danke vielmals, Herr Doktor, dass Sie zu uns gefunden haben. Zu meiner Rechten, Samir Abulaban, gehört der Muslimbruderschaft an und ist auch innerhalb der politischen Führung der Muslimbruderschaft tätig. Und last but not least, Frau Professor Claudia Heid ist Soziologin, Vorstand der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen und hat sich über europäische Militärpolitik bekannt gemacht und ist auf der anderen Seite auch spezialisiert innerhalb der europäischen, innerhalb der Linkspartei für Nordafrika und die Kontaktnahme mit dem Nahen Osten. Es verspricht von der Zusammensetzung her sehr interessant zu werden und ich darf Herrn Dr. Sai um seine Wortmeldung bitten. Ich danke Ihnen. So. Vorab, ich möchte gerne Stellung nehmen zu dem, was Herr Langenthaler gesagt hat, aber ganz kurz. Und ich würde Sie um eins bitten, Sie werden meine Schärfe manchmal vielleicht entschuldigen, weil ich kein Politiker bin. Ich bin auch nicht geübt, so in solche Runden zu reden und zu wirken. Das ist das erste Mal und deshalb möchten Sie bitte meine Schärfe manchmal entschuldigen. Also was Herr Langenthaler gesagt hat, da bin ich damit in zwei Punkten nicht so ganz einverstanden. Einmal, er sagte, dass diese Revolution in Anführungsstrichen schon friedlich begonnen hat. Ist das so? Das glaube ich nicht. Und ich hoffe, dass man diese Frage nachgeht, weil es sehr wichtig ist zu wissen, wie entstehen solche Revolutionen, ob es tatsächlich so spontan entstehen oder ob die geplant sind. Diese Frage würde ich dann nur stellen. Das war das eine. Das zweite ist, hier wird gesprochen von einem Krieg der Konfessionen. Ist das wirklich so? Krieg der Konfessionen? Sie haben Wanderdschihadisten, die von einem Land zu anderen ziehen und Minderheiten, Christen und Nichtchristen, töten, schlachten, morden, während die anderen nichts tun, die sind nicht bewaffnet. Wie können Sie von einem Krieg zwischen zwei Konfessionen sprechen? Ich bin dagegen. Das waren zu diesen zwei Punkten. Und jetzt komme ich zu meinem Statement. Also, meine Damen und Herren, vorab einige Worte zu meiner Person. Ich bin Arzt, stamme aus Syrien, befinde mich seit Anfang 1959 in Deutschland. Ich habe in München und Bonn Medizin studiert und praktiziere als Internist in Deutschland seit über 40 Jahren. Zuerst möchte ich mich für die Einladung zu dieser Veranstaltung bedanken, insbesondere dafür, dass die Veranstalter, wie mir mitgeteilt wurde, Diskutanten eingeladen haben, die in der Lage sind, die Situation in Syrien von verschiedenen Standpunkten zu beleuchten. Ich sage das, weil zu den Veranstaltungen, die ich bis jetzt besucht habe, Vortragende eingeladen wurden, die entweder zu der Opposition gehörten oder Deutsche, die der eigenen Presse geglaubt haben. Das ist dann dasselbe. Und als ich mich in einer Informationsveranstaltung dahingehend geäußert habe, dass diese mediale Kampagne dazu diene, die deutsche Bevölkerung auf eine mögliche Beteiligung Deutschlands auf den Einsatz gegen Syrien vorzubereiten, zeigten die Anwesenden deutliche Verwunderung. Die glaubten das nicht. Und tatsächlich, nur drei Wochen später, als Deutschland die Zustimmung
zur Verlegung von Patriot-Raketen an die türkisch-syrische Grenze gab, war kaum eine Kritik von Seiten der Presse, der großen Parteien und des Parlaments zu hören. Kein Wunder, das Terrain war gut vorbereitet, die Presse hat ihre Arbeit getan. Man wollte angeblich die Türkei vor Syrien schützen. Die Türkei, ein Staat, der die Invasion gegen Syrien mit Hilfe der NATO, Katar, Saudi-Arabien und Terroristen aus über 20 Ländern organisiert. Dieses Land sollte Schutz werden. Und jetzt zum Thema. Schritte zu einem Waffenstillstand. Das ist unser Thema. Das ist der erste Punkt. Wir wollen mal sehen, was das bedeutet. Wer will den Waffenstillstand in Syrien? Wer will denn das? Wer will ihn nicht? Wer sind die Akteure? Wer sind das? An einem Waffenstillstand müssen mindestens zwei Parteien beteiligt sein, denn sonst geht es ja gar nicht. Aber wie kann man eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien treffen, wenn die eine Partei der anderen die Legitimität abspricht? Die sagen, Assad vertritt nicht das Land, vertritt nicht das Volk. Die erkennen das nicht an. Wir müssen also die Frage der Legitimität der beteiligten Parteien überprüfen und erst dann die Frage stellen, ob diese Parteien einen Waffenstillstand überhaupt wünschen oder nicht. Vereinfacht müssen wir von der Anwesenheit zweier Parteien ausgehen. Die syrische Regierung und die politische interne Opposition auf der einen Seite, die bewaffnete Opposition und die sie unterstützenden Staaten auf der anderen Seite. Ich werde den ersten Punkt behandeln und die Erörterung des zweiten Punktes den anderen überlassen. Ich werde also nur die Sicht der syrischen Regierung erläutern. Fangen wir mit der syrischen Regierung und den internen Oppositionen an, ihre Legitimität und ihre Bereitschaft zu einem Waffenstillstand. Und mal sehen, was sie meinen. Zuerst zur Frage der Legitimität. Wir Syrer wissen, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der hinter der Regierung und dem Präsidenten steht. Der Umfang der Massendemonstrationen für Assad wurde hier in der Presse verschwiegen. Es wurde oft das Gegenteil behauptet. Aber wer vor Ihnen die Wahrheit über die tatsächliche Lage und über die Intention dieser Demonstration genauest wissen will, braucht nur im Internet die Meinung von Leuten zu lesen wie Christoph Hörste, können Sie öfter lesen, das können Sie sehen, Karin Leutefeld, danke, dass Sie da sind, Thierry Messin, Jürgen Totenhöfer und andere. Zweitens, die Qatar Foundation veröffentlichte Ende Dezember 2011 eine von einem britischen Meinungsforschungsinstitut durchgeführte Umfrage darüber, ob der syrische Präsident Assad abtreten bzw. gestürzt werden soll. Das interessanteste Ergebnis lautete, immer noch eine Mehrheit von 55% der Syrer an ihrem Präsidenten festhalten will. Drittens, und noch ein Indiz, die Gegner des Präsidenten erklärten zu einer bestimmten Zeit, sein Verbleib im Amt vorerst dulden zu wollen, wenn er 2014 nicht mehr für das Amt des Präsidenten kandidieren würde. Denn es war für sie offensichtlich, dass es bei einer erneuten Kandidatur die Wahl gewinnen wird. Viertens. Am 16. Februar 2012 fand in Syrien ein Referendum über eine neue Verfassung statt. Trotz Aufruf zu Boykott nahmen 57,7% an der Abstimmung teil.
etwa 9% waren dagegen und etwa 89% dafür. Der Rest war ungültige Stimmen. So viel zur Legitimität des syrischen Staates und seinem Präsidenten. Und wie sieht es mit der Bereitschaft zu einem Waffenstillstand aus? Erstens, in der Rede vom 6. Januar 2013 im Opernhaus in Damaskus schlug Präsident Assad 3 Schritte vor, um zu einem Waffenstillstand und zur Lösung des Problems zu kommen. Er führte aus. Die Lösung umfasse 3 Stufen. Die erste Stufe sei das Ende der Finanzierung der Terrorgruppen durch fremde Länder. Der zweite Schritt sei die Schließung der Grenzen, um Terroristen daran zu hindern, ins Land zu kommen. Dann werde ein Dialog gestartet, eine neue Verfassung verabschiedet und ein Referendum abgehalten. Die regionalen Mächte müssten aufhören, die bewaffneten Gruppen zu finanzieren und ihnen zu helfen. Erst dann werde das syrische Militär das Feuer einstellen. Der dritte Schritt beinhaltet die Versöhnung und die Amnestie. Durch eine nationale Versöhnungskonferenz sei die Amnestie möglich. Ende des Zitats. Zweitens. Die Frankfurter Allgemeine schrieb am 25.02.2013. Der syrische Außenminister Waled al-Muallem hat seine Bereitschaft zu Gesprächen mit den Aufständischen in einem Land bekundet. In seinem Land bekundet. Er sagte, wir sind bereit zu einem Dialog mit jedem, der das will. Selbst mit denen, die Waffen in den Händen halten, weil wir glauben, dass es Reformen nicht durch Blutvergießen, sondern nur durch Dialog geben wird. Drittens, der syrische Vize-Außenminister Faisal el-Mirdad sagte vor der Presse am selben Tag, an dem auf der Doha-Konferenz die bewaffnete Opposition einen Dialog abgelehnt hat, die syrische Regierung sei bereit, mit den Oppositionen innerhalb Syrien in einen Dialog zu treten. Ich hoffe damit habe zeigen können, dass die syrische Regierung und Präsident Assad durch Zustimmung des syrischen Volkes legitimiert und zu Dialog und Versöhnung bereit sind und sogar Amnestie in Aussicht stellen. Und jetzt bin ich gespannt auf das, was die anderen zu ihrer Legitimität und zu ihrer Bereitschaft zu einem Waffenstillstand sagen werden. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Sayyid, vor allem dafür, dass Sie, glaube ich, eine sehr gute Struktur für die Debatte vorangestellt haben, nämlich auf der einen Seite die Frage der Legitimität der Regierung und des Präsidenten, auf der anderen Seite auch die Bereitschaft zu einem Waffenstillstand, die da Ihrer Aussage an verschiedenen Erklärungen ablesbar wäre. Ich glaube, das wären also mal für den Einstieg könnte man hier die Ebene finden, wenn wir jetzt sozusagen die andere Seite betrachten, ist das ja der Punkt, wo vielleicht eine größere Kontroverse ist, um dann der Frage nachzugehen, wie könnte ein Waffenstillstand, wenn die andere Seite auch dafür wäre, vorangetrieben werden, wie könnte
so eine stattfinden. Und deshalb würde ich Samir Abulabam bitten, vielleicht auch auf diese beiden Punkte, die vom Doktor angesprochen worden sind. Nur nebenbei möchte ich noch sagen, wir haben nicht, um die Diskussion abzublocken, sondern wir haben über die Frage der Konfessionalität, konfessioneller Krieg oder nicht, ein eigenes Panel, das im Anschluss an dieses Panel stattfinden wird, wo diese Dinge vielleicht besser erörtert werden können. Danke, Leon. Danke. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte die Zeit also nutzen und beginne sofort ohne Einführungsworte. Die Demonstrationen in Syrien begannen 100% friedlich. Vom ersten Tag wurde darauf scharf geschossen. Wasserschläuche oder Rauchbomben haben wir nie in Syrien gesehen. Vom ersten Tag wurde auf die Demonstranten scharf geschossen. In den ersten Tagen fielen täglich 10, 20, 30 Menschen, also wurden getötet. Man sagte, okay, das könnte man leisten. Wenn das System, wenn das Regime einen Monat hält, dann sind es 600, 1000. Wir wissen schon alle, dass dieses System nicht vor 10, 20.000 den Platz also räumen. Zwei Monate hat es gedauert, bis man die Frage sich gestellt hat, so geht es nicht weiter. Wir sind jetzt auf einem Scheidenweg. Entweder stoppen wir das Ganze, keine Revolution, oder wir müssen diese Demonstrationen schützen. Die Entscheidung war, wir schützen diese Demonstrationen. Eine große Hilfe dafür war Folgendes. Die Geheimdienste haben jede Stadt in Blocken geteilt und die Zementblöcke auf den Straßen gelegt. Mit der Zeit hat man gesehen, jeder, der diese Blöcke unterschreitet, wird dann von Scharfschützen geschossen. Die Geheimdienste haben das gemacht, um die Demonstrationen in bestimmten Bezirken zu halten, so dass die Zahl bei 1000, 2000, 3000 Menschen bleibt und nicht zu 50.000. Wie das erste Tag zum Beispiel in Homs, wo über 100.000 sich auf einem Hauptplatz gesammelt haben. Die Demonstranten wurden dann also geschützt. In dem Fall so. Die Geheimdienste können diese Zementblöcke unterstreichen unter der Bedingung, dass sie ohne Waffen in die Demonstranten eingreifen. Jeder, der mit einer Waffe von den Geheimdiensten auf den Demonstranten geht, wurde scharf geschossen. Wenn er mit Prügeln, also Stöcke reingeht, könnte man tolerieren. Die Jungs drinnen können sich damit eingehen. Nach zwei, drei Monaten später sprang die Zahl auf 100, 150, 200 Menschen pro Tag, die getötet wurden. Und dann kamen also die Mörsergranaten, die kleinen Raketen, die Kanonen. Nach 14 Monaten wurden ganze Blöcke in den Städten also umziegelt von den Demonstranten und wurden für die Geheimdienste, für die Polizei gesperrt. Niemand darf rein. Dann kam der Assad also mit einer neuen Methode. Es kamen die TNT-Fässer, wurden auf 200 Liter. TNT wurden vom Hubschrauber auf Wohnblöcke, also geworfen. Dann kamen die Raketen, die Bomben, die Kanonen, chemische Waffen, ein bisschen ganz am Anfang. Die Intensität der Angriffe wurde immer stärker und stärker. Für die Revolutionäre, für die Rebellen war es klar, wir müssen einen Volksbefreiungskrieg starten, anderenfalls bekommen wir unsere Freiheit nicht.
und der Volksbefreiungskrieg hat begonnen. Einen Merkmal hat man gesehen. Überall, wo Waffen genug waren, haben sich die Soldaten desertiert. Weil sie gewusst haben, wir haben genug Waffen, wir können uns desertieren, wir werden geschützt und das System oder die Regimekräfte kann nichts machen. Und die Frage nach Waffenstillstand, nach Waffen und Munition wurde immer stärker und stärker. Die Hauptidee jetzt in Syrien bei allen Rebellen, Waffenstillstand, oder das Hören, das Aufhören von Töten in Syrien funktioniert mit dem System nur, indem die internationale Gemeinschaft Munition, Waffen der Rebellen liefert. Andernfalls, der Assad geht weiter, die Offiziere, die Militär sieht, die internationale Gemeinschaft hat noch die Entscheidung noch nicht getroffen, dass dieses System, dieses Regime gehen soll. Und wir können noch warten, bis die internationale Gemeinschaft diese Meinung hat. Das war der erste Schritt. Ein paar Wochen später hat man gesehen, bemerkt, die internationale Gemeinschaft kann Waffen nicht liefern, ohne zu wissen, wer bekommt diese Waffen. Dann hat man daran gearbeitet, dass man so ein Militärstab innerhalb der Struktur der syrischen Freien Armee bildet. Syrien ist momentan auf 5 Fronten geteilt. Jede Front hat eigene Militärführung. Drüber gibt es Militärstab. Fast alle Rebellen, alle Gruppen, die Waffen haben, haben jetzt zugesagt, dass wir auf diesem Militärstab, auf die Führung unserer Front aufhören. Und die Kooperationen kommen jetzt immer besser und besser. Wir gehen jetzt Richtung, dass keine Operation geführt wird, ohne von der Militär, von der Militärstab eingecheckt, zugesagt und die Munition für diesen Kampf von dieser Führung geht. Glauben Sie mir, das System, das wir in Syrien haben, versteht nur Dialog, wenn er Waffen auf der anderen Seite geht. Andernfalls geht er weiter mit seinem Krieg gegen den Zivilisten. Zu den Vorschlägen, die der Herr Leo also gemacht hat, 8 Vorschläge. Das sind wunderbar, Leo. Ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, dass ich ein Mitglied von den Muslimbrüdern bin. Ich spreche aber hier nur im Namen meiner eigenen Person. Diese Vorschläge wurden in der Führung von MB nicht also diskutiert und wir haben wirklich bis jetzt keine konkrete Vorstellung von denen. Aber ich würde sagen, 6 von denen werden von sämtlicher Opposition sehr gut begrüßt und sind wirklich eine große Hilfe für Syrien, damit das Morden in Syrien aufhört, damit das Zerstören des Landes aufhört und dass man wirklich zurück an politische Lösungen kommt, dass man wieder auf friedliche Demonstrationen zurückgeht. Abgesehen von 2 Punkten, werdet ihr ein bisschen Kopfzerbrechen bekommen. Der erste Punkt ist es, dass eine internationale Kommission um die Waffenlieferung für die Waffenlieferung stoppt, kommt. Die Waffenlieferung, wenn das gestoppt wird, dann wird das nur die Rebellen betrifft. Die Lager des Regimes sind voll von Munition und das ist ein großes Verlangen vom Assad, dass die Waffenlieferung, dass so eine Kommission gebildet werden, dass die internationale Gemeinschaft auf sowas sich einigt,
damit er nur, das wird von der Opposition, von den Rebellen, besonders im Inland, also nicht akzeptiert. Ihr werdet genau das Gegenteil hören. Wir brauchen Waffen. Ein zweiter Punkt, der weniger heikel ist, ist, dass die archäologischen Schätze ausgeräumt werden sollen. Dieses Thema ist in Syrien sehr sensibel, weil, was wir im Irak gesehen haben, dass sämtliche Schätze vom Irak jetzt also in Israel oder in Amerika oder in Europa aufgetaucht sind, das hat niemand gefallen. Und man wird mit der Befürchtung gehen, wir werden genau das Gleiche haben. Unsere Schätze werden wir los, das werden wir irgendwo in Privatmuseen oder in den Museen in Europa und in Amerika sehen. Zu den Punkten, die mein Kollege Dr. Michel Sayer angesprochen hat, möchte ich zwei von denen angreifen. Der erste, also dass der Faisal Miqdad gesagt hat, dass die Opposition das Dialog abgelehnt hat. So allgemein ist es nicht. Die Opposition hat einen Dialog nur mit denen abgelehnt, deren Hände blutvoll sind und haben bestätigt, und es steht in den Dokumenten von Kairo, dass wir sind für einen Dialog mit jedem syrischen Beamten, der seine Hände blutfrei sind. Im Gegenteil, auf so einen Dialog sind wir scharf, weil das Land kann von der Opposition alleine nur schwer verwaltet werden. Wir brauchen die Erfahrung der alten Beamten. Sie wissen schon, das politische Leben in Syrien ist total tot. Niemand misst sich oder hat eine Ahnung, wie man einen Staat regiert. Das ist eine Sache, die der Opposition verboten war. Also wir haben schon Mangel in dieser Region, in diesem Bereich. Deshalb ist jeder Beamter willkommen in der Opposition. Und wir sind bereit, das hat die Opposition immer gesagt, Dialog mit Leuten, deren Hände frei sind, sauber sind, ist immer willkommen. Zu den drei Schritten oder drei Maßnahmen, die der Assad also im Opernhaus von Damaskus aufgeschlagen hat, also vorgeschlagen hat. Ja, da gibt es nur, oder da ist es genug, dass, wenn man die Worte der internationalen Politiker hört, dass der Assad kein aufrichtiger Mensch ist. Manche haben gesagt, dass er ein Lügner, ganz klar. Und viele haben am Anfang versucht, ihm zu helfen, das Land zu besänftigen, seine Opposition zu stärken, besonders die Türken. Erdogan und der türkische Präsident Gül haben sehr versucht, ihn zu unterstützen und ihm so viele Ratschläge gemacht, damit das Ganze irgendwie besänftigt werden und das Land nicht außer Kontrolle gelingt. Der Mann hat auf denen nie gehört und wollte seinen eigenen Weg gehen. Und damit sage ich momentan also danke. Danke, Samir Abulaban. Aus diesen Ausführungen geht eigentlich hervor, dass es irgendwo doch eine Ebene gibt, auf der eine Einigung gefunden werden könnte. Ich habe so den Eindruck, dass natürlich die militärischen Fragen eine ganz besonders heikle Situation sind und ein Waffenstopp und so weiter. Wir haben das so diskutiert gehabt, dass natürlich auch das betrifft Waffen, die von Russland und von Iran kommen und so weiter, die es ja weiterhin gibt, genauso davon betroffen worden sind, aber da wird wahrscheinlich die Zivilgesellschaft nicht ausreichen, um so etwas durchzusetzen. Auf der anderen Seite
war es wichtig zu hören für mich jetzt, was bei von Erklärungen von Moaz Khatib abgesehen, nicht immer so deutlich wird, dass die Opposition oder zumindest die Muslimbrüderschaft oder so weiter sicherlich auch mit im Grundsätzlichen bereit wäre, einen Dialog zu pflegen mit Vertretern, Vertreterinnen in der syrischen Regierung. Das heißt, es gäbe hier eine grundsätzliche Bereitschaft, was irgendwie anders ist, als wir oft gewissen Erklärungen entnehmen, dass die Opposition das vielfach nicht wäre. Und man sagt ja im Allgemeinen, dass vielleicht einige Mitglieder der Koalition schon, aber dass die Muslimbrüderschaft zu denen gehören, die nicht dialogbereit wären. Und das ist sehr wichtig, dass wir das jetzt aus diesem berufenen Munde gehört haben. Und jetzt möchte ich, da wir so das Terrain so etwas aufbereiten, Frau Claudia Heid fragen, wenn Sie sich das jetzt so angehört haben, sehen Sie da Möglichkeiten aus Ihrer Erfahrung heraus in verschiedenen Kriegs- und auch Friedensprozessen heraus, dass hier weitergegangen werden könnte, zumindest auf den Ebenen dieser beiden Darstellungen, wie wir sie jetzt gehört haben? Wie fast immer ist die Antwort ein entschiedenes Ja, aber. Im Prinzip ja. Also es ist klar, dass es ein Konflikt nur eine Lösung finden kann, wenn alle relevanten Parteien involviert sind in der Lösung. Also eine Lösung, die auf der Demütigung der anderen aufbaut oder aus der kompletten Ausschließung der anderen, wird keine dauerhafte Lösung sein. Und das gilt in Afghanistan, das gilt in Syrien, das gilt in vielen anderen Konflikten auch. Deswegen nehme ich das hier erstmal mit Wohlwollen zur Kenntnis, dass auch eine Dialogbereitschaft da ist. Wir werden es hier sicherlich nicht schaffen. Und wahrscheinlich wird es die syrische Bevölkerung noch sehr lange beschäftigen, eine Geschichte dieses Konflikts aufzuarbeiten. Also wo der Konflikt friedlich war, wo er das nicht war. Meine Einschätzung von außen ist, dass in dem Moment, in dem der Aufstand mit Waffen stattfand, zumindest das Tor offen war, dass dieser Aufstand von außen instrumentalisiert werden konnte. Und dass an Waffenlieferungen in der Regel auch ein Preisschild klebt und immer noch klebte. Dass es nicht darum ging, Demokratie zu fördern, sondern dass diejenigen, die die Waffen geliefert haben oder Munition geliefert haben, ein Interesse daran hatten, politisch Einfluss zu nehmen, in einer Art und Weise, die aus meiner Sicht nicht notwendigerweise den Interessen der Menschen in Syrien entspricht. Oder dass zumindest nicht die Frage der Lieferantinnen und Lieferanten war, ob es den Interessen der Menschen in Syrien entspricht oder nicht. Zur Frage des Waffenstillstands und auch eines politischen Prozesses dorthin, wenn man in dieser laufenden Woche die Medien verfolgt hat, hat man das Gefühl, es steht eigentlich alles kurz vor einem Waffenstillstand. Ich weiß nicht, inwiefern die Anwesenden hier mitbekommen haben, es gab in den USA 2 Anhörungen, eine im Abgeordnetenhaus und eine im Senat, genau zu der Frage, was passiert in Syrien. Es gab dort aus meiner Sicht 2 Tendenzen. Ich beschreibe jetzt erstmal die eine und die positive Tendenz. Das war die, dass diejenigen, die sich auskannten in den Konflikt Syrien, wie zum Beispiel der ehemalige Botschafter der USA in Syrien, ziemlich klar und ziemlich deutlich gesagt hat, es gibt in der Zwischenzeit mehrere Fronten, es gibt einen Wettstreit innerhalb der syrischen Opposition zwischen Extremisten und moderaten Kräften auf der einen Seite und auf der anderen Seite darauf hingewiesen hat, dass auch wenn Assad weg ist, damit nicht der Bürgerkrieg zu Ende ist, sondern man mit mindestens 12 bis 18 Monaten weiteren Bürgerkrieg, auch nachdem Assad oder sein Regime, seine Regierung fällt, dass eben auch dann mit weiteren Kriegen gerechnet wird. Es wurde von den Menschen, die sich auskennen, als Gegenvorschlag klar benannt, wir müssen den Übergangsprozess einleiten. Das hat selbst Präsident Obama
gegenüber den Medien gesagt. Er hat gesagt, es ist ganz wichtig, wir müssen einen effektiven politischen Transitionsprozess einleiten, in dem die Rechte aller Syrer gewährleistet werden. Das ist schon erstmal ein deutlicher Hinweis auf, wir wollen eine Verhandlungslösung. Und noch wesentlich deutlicher hat das dieser ehemalige, oder eigentlich ist er noch formell immer noch Botschafter, auch wenn er nicht mehr in Syrien ist, Robert Ford gesagt, eine Verhandlungslösung ist nötig, denn wenn es keine Vereinbarung gibt, so ist unser Eindruck, werden die Unterstützer des Regimes aus Furcht vor dem Tod bis zum Tod kämpfen. Ich denke, es ist eine realistische Einschätzung. Gleichzeitig ist es so, dass neben diesen Signalen für Verhandlungen andere Signale da sind, die wir sehr, sehr ernst nehmen müssen. Und da meine Einschätzung ist, dass in solchen völlig destabilisierten und auch von außen schon in Beschlag genommenen Konfliktsituationen die Signale von außen extrem wichtig sind, müssen wir eben auch diese zweiten Signale sehr ernst nehmen, die zum Beispiel kommen von den zwei jeweils Verantwortlichen für die Demokraten und die Republikaner Verantwortlichen der zuständigen Ausschüsse im Senat und im Abgeordnetenhaus, die klar sagen, es braucht jetzt eine militärische Intervention, weil wenn die nicht jetzt stattfindet, dann muss die quasi zwangsläufig zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, unter Bedingungen, die dann die USA oder die internationale Gemeinschaft, damit meinen sie USA und NATO, sie meinen nicht die ganze, sondern sie meinen USA und NATO, nicht mehr im Griff haben. Diese zwei Tendenzen, es ist massiver, also es gab, ich kann es allen nur empfehlen, das auch nochmal zu verfolgen, massive Auseinandersetzung in den zuständigen Ausschüssen darüber, was jetzt der erste Schritt ist. Ob der erste Schritt ist, sofort und auch auf bedingungslose Verhandlungen zu setzen, oder ob der erste Schritt ist, erstmal noch die Seite der Opposition, die für die USA die gewünschte Seite der Opposition ist, aufzurüsten und zu unterstützen. Und für diese eben im Zweifelsfall auch militärisch einzugreifen. Der Dreh- und Angelpunkt an den Ganzen ist, die US-Voraussetzung ist keine Soldaten am Boden, davor ist die Angst viel zu groß da, und das nicht alleine zu machen, sondern möglichst unter der UN, aber das ist faktisch ausgeschlossen, sondern mit Hilfe der NATO zu machen. Und sie braucht tatsächlich die NATO, weil der wiederum der Dreh- und Angelpunkt für eine militärische Intervention, die dann entweder eine Schutzzone an der Grenze zur Türkei ist, oder eine Flugverbotszone, der Dreh- und Angelpunkt ist, was passiert mit den Patriot-Raketen, die an der Grenze zu Syrien stationiert sind. Und über die kann die USA alleine verfügen, weil die Patriot-Systeme ohne das Mitwollen der Türkei nicht eingesetzt werden können und weil, wie wir alle wissen, ein Teil davon deutsch und niederländisch sind. Das heißt, es gibt einen ganz starken Druck, eine Debatte über einen offensiveren Einsatz dieser Patriot-Systeme, also eine Verlegung auf syrisches Territorium, von Rebellen kontrolliertes Territorium, um dann dort eine Art Schutzzone oder wie auch immer es benannt wird, gibt verschiedene Szenarien umzusetzen. Um dafür den Boden zu bereiten, sind eben angekündigt verschiedene sogenannte nicht-letale Lieferungen, damit es militärisches Equipment gemeint, was nicht direkt offensiv eingesetzt werden kann. Das sind so zwei verschiedene Entwicklungen, die an einem Punkt kulminieren. Und das ist der Punkt, was passiert auf der Golanhöhe. Ich will einfach kurz darauf hinweisen, dass die Europäische Union ein Waffenembargo hat, was im Prinzip alle Seiten in Syrien betrifft. Ich sage nur im Prinzip, weil ich weiß, dass von französischer Seite auch Waffen geliefert werden über den Umweg der Golfstaaten, aber im Prinzip beide Seiten betrifft. Dieses Waffenembargo läuft Ende Mai aus und es wird nur fortgesetzt, wenn sämtliche, momentan noch 27 EU-Staaten sagen, wir wollen es fortsetzen. Sieht nicht so aus, weil Frankreich und Großbritannien klar gesagt haben, wir wollen das nicht. Und gleichzeitig sagt die österreichische Regierung, wir werden die UN Mission auf der Golanhöhe nur aufrechterhalten, wenn das Waffenembargo auch aufrechterhalten bleibt, weil wir sonst unsere Soldaten zu sehr gefährdet sehen. Mit dem Ergebnis, dass wir eine absolute Destabilisierungssituation haben. Es ist klar, wer dann die Golangrenze verteidigen wird, nämlich die israelische Regierung, die sich auch im Moment schon darauf vorbereitet. Das heißt, wir haben eine Eskalation auf der Golan-Seite. Es gibt die Pläne, die von Abgeordnetenhaus und Senat in den USA diskutiert werden, auf der türkischen Seite zumindest ein etwas
aggressivere Szenario umzusetzen. Und an der jordanisch-syrischen Grenze gibt es in der Zwischenzeit das Ausbildungscamp, bei dem aufständische Syrer mit jordanischer und US-amerikanischer Hilfe ausgebildet werden. Und an der Grenze zu Syrien haben wir die Situation, dass die Al-Nusra-Kräfte zusammen mit Al-Qaida-Kräften aus dem Irak ihre Ausbildungslager haben. Das heißt, wir haben rundherum eine Destabilisierungssituation, von denen zumindest Teile der US-Administration davon ausgehen, dass sie trotz allem davon profitieren können, weil das Ergebnis dann ein schwaches Syrien ist. Wer auch immer dieses Syrien als Regierung dann leiten wird, wird ein schwaches Syrien haben, vielleicht aber auch ein zerschlagenes Syrien in drei oder fünf verschiedene Zonen. Was im Prinzip bedeutet eine komplette Enteignung der Syrerinnen und Syrer über ihre politische Zukunft. Und da ich das Gefühl habe, dass man auch diese militärische Eskalationsszenarien sehr, sehr ernst nehmen muss, ist aus unserer Sicht die Aufgabe der Friedensbewegung, ganz klar auf eine Waffenstillstandsverhandlung jetzt, sofort, gekoppelt mit einem politischen Prozess. Es wird keinen vollständigen Waffenstillstand geben, egal wer ihn zusagen wird, aber er wird sich festigen können, wenn es einen politischen Prozess gibt. Einen politischen Prozess mit einem klaren Zeitplan für freie Wahlen, einen politischen Prozess, der eben genau weitere Eskalationen verhindert, wie weitere Waffenlieferungen, egal von welcher Seite. Und nur mit so einem politischen Prozess, mit so einer politischen Dynamik, kann auch die Bevölkerung in Syrien das Gefühl haben, es ist wieder unser Prozess und nicht mehr einer, der nur von außen gesteuert wird. Aber meine feste Auffassung ist, dass die Aufgabe der international involvierten Kräfte diejenigen ist, deeskalierend einzuwirken und dafür zu sorgen, dass die äußeren Bedingungen für einen Waffenstillstand ein klares Signal gegen Militärintervention und gegen weitere Eskalation sind. Nur mit diesem ganz klaren Signal wird es überhaupt eine Chance geben auf eine politische Lösung. Danke. Also jetzt ist die Bandbreite der Themen doch sehr groß geworden. Auf der einen Seite ist darüber gesprochen worden, über die Ursprünge des Konflikts und die Diskrepanzen, die da hier bestehen. Auf der anderen Seite auch über diese jetzt sehr deutlich zum Ausdruck gekommene geopolitische Dimension und dass man eben Syrien nicht abgekoppelt sehen kann von den Kräften, die darauf Einfluss nehmen. Ich möchte noch vielleicht vor allem Frau Haidt und Herrn Samir Saye bitten, zu der Frage Stellung zu nehmen, weil ja über die anderen Fragen teilweise später diskutiert werden, ob überhaupt aus Ihrer Sicht eine zivilgesellschaftlich, also nicht jetzt so, wie Sie jetzt gesagt haben, Frau Haidt, also die Einbettung und vor allem adressiert an die Europäische Union und andere wichtige Kräfte, sondern ausgehend von der Bevölkerung, ob so eine Kraft vorstellbar ist, die für einen Waffenstillstand, auch wenn der große Waffenstillstand noch nicht da ist, Samir Abu Laban hat klar gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, 5 dieser Vorschläge wären okay, also 6 wären okay, 2 werden problematisch sein. Wie sehen Sie das und wie sehen Sie, Frau Haidt, auch die Rolle der Zivilgesellschaft, außer dass man jetzt über irgendwelche Erklärungen, Regierungen auffordert, sie sollen so oder so agieren, was sie meistens ja dann doch nicht tun. Ich soll anfangen, ja gut, okay. Sehr schön. Einmal, viele reden von einer politischen Lösung. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute nicht wissen, was das ist. Komisch. Sie haben 2 Leute, die streiten, auf 2 Seiten einer Mauer und die schießen aufeinander. Und irgendwann sagen sie, wir müssen jetzt einen Dialog finden, wir müssen eine Lösung finden, das geht doch gar nicht. Und einer, der besonders schlau ist, sagt, ist ja kein Problem, wenn du dich erschießt, selbst erschießt, dann haben wir ja keinen Krieg mehr.
Das sind Leute, die sagen, ja, wir wollen zwar einen Dialog, aber die Regierung muss weg. Alle Leute, die gegen uns gekämpft haben, die müssen weg. Das geht ja gar nicht. Und das verstehen die unter politische Lösung. Das geht ja gar nicht. Das wird nicht gehen. Und diese Leute, die so denken, werden überhaupt nicht zum Ziel kommen. Und wir können überhaupt nicht dazu kommen. Es sei denn, wir definieren, was ist eine politische Lösung. So, dann hat er viele Leute, und das ist auch hier sehr oft, und ich bin sehr erbost über die Presse hier, die sprechen über, Assad würde sein Volk bekämpfen, er würde schlachten. Also Ausdrücke, die man normalerweise hier in der Presse nicht hört. Wir sind meistens ein bisschen viel feiner als jetzt. Das ist ja nicht zu glauben. Ah ja, in Ordnung. Und ich will jetzt nicht meine Meinung sagen, denn das würde zu lange dauern. Ich habe aber vor kurzem ein Interview von WDR mit Putin gehört. Und ich will Ihnen sagen, was Putin zu dieser Probleme gesagt hat, und dann höre ich auf. Also Putin sagte in seinem Interview am 8.4. mit dem WDR Folgendes. Die Feindseligkeit in Syrien müssen unverzüglich gestoppt werden. Die Waffenlieferung an Gruppierungen, die das eine oder andere Staat destabilisieren, ist unzulässig. Wir haben mit den westlichen Regierungen in Genf eine Verhandlungslösung vereinbart. Die westlichen Regierungen sind von dieser Vereinbarung abgerückt. Und auf die Frage, was er davon hält, dass Präsident Assad das eigene Volk bekämpft, sagte er, er bekämpft die bewaffnete Opposition. Also unser Staat bekämpft ihr Volk nicht. Sie bekämpft wirklich Leute, die bekämpft werden sollen. Das ist das eine. Dann, also, ich habe mal gedacht. Ja, gut, okay. Dann, ach, wissen Sie, das, ich nehme das so. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ich nehme Sie doch das. Ja. Es geht gleich das. Ja, gut. Dann wird so oft geredet, also wir sprechen nicht mit denjenigen, deren Hände mit Blut beflickt wurden. Da soll man sich überlegen, was sie da an Unsinn da erzählen. Leute, wenn der Staat und wenn die Regierung und wenn die Leute sich verteidigen und von mir aus gehen irgendwelche Rebellen tot, dann sind eben Kriminelle. Und die dürfen ja gar nicht an die Macht bleiben. Das ist also diejenigen Leute, die sich selbst erschießen sollen, damit der Krieg aufhört. So. Und da will ich Ihnen sagen, was eigentlich diese friedlichen Leute, diese Leute, die immer von anderen reden, deren Hände mit Blut beflickt sind, das sind die Leute, die jetzt in Syrien nicht nur Christen und Nicht-Christen verfolgen. Da steht hier zum Beispiel im Presseorgan der päpstlichen Missionswerke. 12.000 Christen hungern in Rappel. Seit über 10 Tagen wird das Dorf von bewaffneten Oppositionsgruppen umzingelt. Der griechisch-katholische Patriarch Gregorius III. Laham hat in einem beherzten Appell an alle Menschen guten Willens um Schutz für Rappel und alle anderen betroffenen syrischen Dörfer, damit es in unserem geliebten Land endlich wieder Frieden gibt. Von der gleichen Organ heißt es, am 13.03.13, das ist noch nicht lange her, Freie Syrische Armee tötet Christen und brennt Kirchen nieder. Oberin Mariam, ich bitte Sie alle, den Namen zu merken, Oberin Mariam, wenn Sie das Video im Internet sehen, bitte nehmen Sie vorher eine Beruhigungstablette. Wagen Sie nicht, dieses Video ohne Beruhigungstablette vorher zu sehen. Also, Oberin Mariam, das reicht schon. Eine syrischen griechischen orthodoxen Kloster berichtete über Grausamkeiten, die der sogenannten Freie Syrische Armee und der sonstigen bewaffneten Banden. Also, im Spiegel Online stand,
In der syrischen Protesthochburg Homs machen sich die Aufständischen ihr eigenes Gesetz. Es gibt ein Standesgericht und eine Brigade von Henkern. Einer davon ist Hussein, die nennen einen. Er schneidet gefangenen Soldaten des Regimes die Kehle durch. Und diese Leute wollen mit Vertretern der Regierung nicht sprechen, weil sie behaupten, die Hände dieser Leute ist mit Blut beflickt. Aber ganz kurz und ich bin fertig. Ja. Ja, ich glaube, wir sollten uns doch jetzt mehr konzentrieren, weil das ist wenig zielführend, was die einen gemacht haben und was die anderen gemacht haben. Ich glaube, wir sollten uns doch darauf konzentrieren, was für Möglichkeiten es gäbe, herauszukommen, dass der politische Dialog nicht so sein kann, dass es dass die andere Seite umgebracht wird, oder das ist ja völlig klar. Die Frage ist, welche Wege gibt es aus diesen verschiedenen Gewaltszenarien herauszufinden? Das ist die Frage, und wir sollten uns nicht jetzt gegenseitigen Schuldzuweisungen, wo es ja sehr viele Möglichkeiten gibt, erschöpfen, sondern wirklich eine Suche nach einem Weg finden. Frau Heid, haben Sie irgendwie eine Rolle für die Zivilgesellschaft? Oder ist die NATO? Naja, die NATO versucht sich ja gerne ähnlich wie die Bundeswehr als Friedensbewegung darzustellen, aber das ist sie natürlich nicht, deswegen habe ich da auch keine Hoffnung darauf. Ich will eine zweigeteilte Antwort geben. Das eine ist diejenige, dass wir in Deutschland zum Glück eine Bevölkerung haben, die sehr, sehr skeptisch ist, egal ob das Waffenlieferungen oder Militärinterventionen angeht, was zum Beispiel klar gegen die Patriot-Entsendung war. Gleichzeitig haben wir eine veröffentlichte Meinung und auch eine politische Diskussion, die aus meiner Sicht manchmal auch so einem falsch verstandenen Humanitarismus der Meinung ist, militärische Interventionen könnten tatsächlich im Sinne von Menschen vor Ort in der Situation verbessern, und die dann die Idee haben, eine Flugverbotszone bedeutet nur ein Schild aufzustellen, dass hier nicht geflogen werden darf, und dabei vergessen, dass Flugverbotszone zum Beispiel bedeutet, dass mit massiven Militärschlägen erstmal die Radar- und Flugabwehrkapazitäten der Gegner ausgeschaltet werden müssen, und die alle zivilen Opfer heißen dann nur noch Kollateralschäden. Also ich glaube, wir dürfen uns manchmal nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn die mediale Debatte genau in diese Richtung eines humanitär verbrämten Interventionismus geht. Das ist die eine Seite. Und die nächste ist, dass es eben doch auch Alternativen gibt. Wir wissen aus anderen Konflikten, wie zum Beispiel in Chiapas, Mexiko oder auch in Kolumbien, in Regionen, wo wirklich der Bürgerkrieg getobt hat zwischen Paramilitärs und Aufständischen, dass durch Nonviolent Peace Forces, durch internationale Beobachter nicht sofort der Frieden eingetreten ist, aber in bestimmten Regionen doch Stück für Stück eine friedliche Werdung, Entflechtung von militärischer Konfrontation stattgefunden hat und sich die Situation für die Menschen noch deutlich verbessert hat. Und dass deswegen internationale Präsenz auch jenseits von militärischer Präsenz eine ganze Menge bewirken kann, aus meiner Sicht sogar dauerhaft wesentlich mehr bewirken kann. Und wenn wir in diese Richtung Initiativen starten könnten, dann halte ich das für etwas, womit wir jetzt nicht riesige Illusionen verbinden dürfen, aber doch wenigstens etwas, was ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. So viel mal als kurze Antwort. Das ist ein positiver Ausblick. Ich möchte Sie nun einladen, sich an der Diskussion zu beteiligen, und welche Vorstellungen Sie nach dem, was hier gesagt worden ist, wirklich konzentriert auf die Fragestellung, gibt es Wege, die Sie sich von denen, die hier genannt worden sind, zu einem Waffenstillstand oder muss zu irgendeine Kraft, ich weiß nicht woher, kommen, um diese Wege aufzuoktroyieren, oder gibt es einen Weg, und das möchte ich vor allem die Syrer und Syrerinnen unter Ihnen fragen, wo Sie sich vorstellen können, die auch nahe am Geschehen sind, vorstellen können, dass auf lokaler Ebene gewisse Prozesse Platz greifen könnten, an die wir vielleicht so aus unseren Gesamtanalysen so weiter gar nicht denken jetzt im Augenblick. Bitte, das Wort ist bei Ihnen. Zwei.
Dame. Vielleicht gibt es ein Mikrofon. Oder lass. Aha. Oder lass mal das Mikrofon herumwandern. Wir können noch eins wandern lassen und eins stehen lassen. Wir haben noch zwei. Ich habe erstmal einen Kommentar zu Herr Sayer und dann eine Frage an Frau Heid. Ich weiß es nicht, also die Verwendung von Wörtern und Begriffen, die keinen Inhalt haben, die ausgehört von ihrem Inhalt. Ich weiß nicht, was bedeutet und was für Wirkung haben sie. Sie haben einen Kerngedanke dargestellt über die Legitimität der Regierung, der syrischen Regierung oder des Systems. Ich weiß überhaupt nicht, was bedeutet Legitimität, die auf Verleugnung und Lüge, permanente Verleugnung und Lüge beruht, die auf Tötung, Vertreibung, Zerstörung der Infrastruktur des Landes, auf Foltern, Inhaftierung, auf alles vernichten nach der Strategie der verbrannten Erde, um zu überleben, um an die Macht zu bleiben. Was bedeutet Legitimität, wenn diese auf diesen Gründen beruht? Das ist ein leeres Wort, ein leerer Begriff, bedeutet gar nichts. Das alles, was Sie gesagt haben, und das syrische Fernsehen kann noch besser als Sie auch noch viel mehr Argumente sagen, alles beruht auf Verleugnung, 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 Verleugnen. Verleugnung, weil das, wer bleibt auf die Basis des Tötens, kann nichts rechtfertigen und verteidigen, außer das alles zu verleugnen und das ganze Böse auf die andere Seite. Was bedeutet hier Legitimität? Auch wenn das Regime und die Verteidiger des Regimes millionenmal sprechen von Lügen, was für soziale Basis haben, was für Legitimität haben von terroristischen Seiten, es bleibt ein Fakt, eine Tatsache, dass dieses Regime seit 2 Jahren seine eigene Bevölkerung tötet, dass dieses Regime die Infrastruktur des Landes zerstört, dass dieses Regime sich für einen Gott hält, der niemals die Macht weglassen darf, sondern das ganze Land ein privates Eigentum. Deswegen darf alles vernichtend vernichtet werden, damit Assad und seine Clique bleiben. Das ist das Kommentar für die leeres Wort Legitimität. Die Frage an Frau Heid. Die Rede von politischer Lösung. Wir alle, ich meine die Syrer, glauben nicht, haben kein Vertrauen mehr an die internationale Gemeinschaft. Die lügen auch und das ist die Politik, das ist die Strategie der Politik. Es geht überhaupt nicht um Menschenrechte, diese Ware, die immer von westlichen Staaten verkauft wird. Es geht überhaupt nicht um Demokratie, es geht allein um Macht- und Interessenkonflikte. Das ist schon klar. Das wollen wir auch nicht fliegen und romantisch sprechen, dass die Amerika und andere europäische Staaten tatsächlich etwas Gutes für die syrische Bevölkerung wollen. Aber die Rede immer von der syrischen, von einer politischen Lösung, am Ende wird, egal wie das Land kaputt gehen, am Ende wird eine politische Lösung. Es wird einfach, das ist die letzte Möglichkeit. Warum glauben Sie, dass die USA und auch die europäischen Staaten bisher nicht wirklich den Willen haben, eine politische Lösung auszumachen? Denn ich glaube, wenn Amerika und Russland und andere Staaten tatsächlich nach ihren Interessen eine politische Lösung wollen, hätten sie viele Schritte seit mehr als einem Jahr gemacht und sie haben diese Schritte bis heute nicht gemacht. Dankeschön. Danke. Ich möchte, wir werden dann einige Sachen gemeinsam hier im Podium behandeln. Ich möchte die
Frage auch zurückspielen, nicht nur, wie ist das mit dem Vertrauen an die internationale Gemeinschaft, eine politische Lösung herbeizuführen, sondern wie steht es mit dem Selbstvertrauen der Bevölkerung in Syrien, eine politische Lösung voranzutreiben? Ist das möglich oder sind die Gewalten des Krieges so mächtig, dass sie einfach alles im Keim ersticken? Das ist eine Frage, die mir da bei Ihrem Intervention in den Sinn gekommen ist. Mein Name ist Ali aus Berlin. Ich bin von Die Evidenz Journal in Berlin. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage an Herr Say und zwei Fragen an Herr Abu Liban. Die erste Frage an Dr. Say. Sie haben so Step by Step systematisch alles die Ideen, um die eine Lösung zu finden, entwaffnen die Opposition. Aber welche Garantie hat die bewaffnete die syrische Opposition? Welche Garantie hat, dass nachher kommt keine Massaker? Die Regierung muss eine bestimmte Garantie geben. Das ist eine Frage an die Regierung mit solchen Schritten. Und zwei Fragen an Herr Abu Liban. Sie meinten, dass es Waffen liefern an die Opposition ist die einzige Möglichkeit, um einen Dialog zu führen, weil die Regierung, wenn die Regierung ist stärker, dann die führen weiter und haben keine Lust auf einen Dialog. Militärisch gesehen, ja, logisch. Aber was glauben Sie, sollte die internationale Gesellschaft, sollte die International Community auch Waffen liefern an die Opposition in Bahrain, weil die Militär in Bahrain und an Saudi-Arabien und an Burma. Was machen wir hier in Europa? Einfach, wir bezahlen Geld, um dass unsere Länder hier, um NATO und so, liefern an alle Oppositionen der Welt, weil das ist keine Lösung, das ist eine Vorstellung. Und die zweite Frage an Sie, ich habe bemerkt, dass Sie haben Interesse an die syrische Archäologie. Sie haben wunderbar beschreibt, was passiert mit die irakische Archäologie und irakische Schätze, sind alles in London, Israel, Amerika. Ich möchte gerne Sie glauben, aber gibt es doch islamische Schätze und Sie sind von Muslimen, Bruder. Es gibt islamische Schätze in Syrien, wenn ich gucke im Internet, was machen die freie syrische Armee. Sitzu Kane, die Tochter von Imam Hussein, Schrein, ist zerstört. Sitzu Kane, die Tochter von Imam Hussein, die Schrein von Tochter von Imam Hussein, ist auch bombardiert, geschossen. Eine große Gefahr gegen Sitz Zainab, die Tochter von Imam Ali, der große Schrein in Syrien. Das ist alles auch archäologisch, islamisch. Wir wissen alle, dass es die ganze Zivilkrieg in Irak ist entstanden nach dem Zerstören von einem Schrein in Irak. Was glauben Sie? Was passiert mit den Nachbarländern, mit den anderen Glaubensrichtungen, wenn die syrische rebellische Armee macht weiter und weiter? Menschen sind emotionale, die reagieren und glauben in unsere Länder, ich weiß schon und Sie wissen das schon, sind sehr abhängig von den Glauben. Wenn sie zerstören islamische Merkmal und Denkmal, dann dieses störende Land selbst damit. Dankeschön. Ja, bitte. Jerry Sommer. Man muss es drücken. So, Jerry Sommer, guten Tag. Ich habe eine Frage an die beiden syrischen Vertreter auf dem Podium. Und zwar nach den Bedingungen, die Sie jeweils bei der einen bzw. bei der anderen Seite für eine Verhandlung sehen. Heißt das, dass die Opposition, also wenn man nicht mit blutigen Händen verhandeln will, heißt das, dass sie nicht mit der Regierung verhandeln? Oder gibt es Leute in der Regierung, mit denen sie verhandlungsbereit wären? Und umgekehrt, wie ist die Position? Nicht, dass ich Sie damit identifizieren will mit der Regierung, aber Sie wissen es besser als ich. Wie ist die Position der Regierung? Sagt sie, wir sind bereit zu verhandeln mit allen, auch mit den sogenannten Terroristen, wie Sie sie nennen? Weil das meiner Meinung nach ist die Grundlage, wo wir auch von außen darauf hinwirken können, dass nämlich beide Seiten von sozusagen Maximalbedingungen die Verhandlungen behindern
abrücken und zu einem realistischen Kompromiss kommen. Ja, noch eine Frage und dann machen wir einen Moment eine Antwort hier, weil die aufgeworfene Problematik schon reichhaltig genug ist, um hier zu einer Antwort zu kommen. Bitte. Mein Name ist Ingrid Joost und ich habe eigentlich die Frage, welche Rolle spielen die Frauen überhaupt in dem Konflikt und wie mischen sie sich ein und welche Möglichkeiten haben sie überhaupt, was zu machen? Ich denke nicht, dass die Kunstschätze das Wichtigste sind. Für mich sind die Menschen in jedem Land das Wichtigste. Und da, wo Menschen sterben, sind alle involviert. Und ich denke, dass da auch ein Augenmerk drauf gerichtet werden soll, weil es die Frage ist, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Dankeschön. Jetzt darf ich die... Entschuldigen Sie, dass ich den Applaus unterbrochen habe. Jetzt würde ich Sie bitten, vielleicht nur kurz, also so 2-3 Minuten auf die konkreten Fragen, die geäußert worden sind, einzugehen und dann vielleicht weitere Vorschläge einsammeln zu können. Abend, Abend. Gerne. Also zu der Waffenlieferung und eine Frage. Die Frage bin ich schuldig. Wieso bedeutet Waffenlieferung an den Rebellen Stopp des Mordens? Was wir brauchen nämlich ist eine Maßnahme, die dazu führt, dass das Tötemaschinerie ihre Kraft aufhört oder weggenommen wird. Wir brauchen eine Maßnahme, die die syrische Armee dazu veranlasst, die Seite zu wechseln. Dann bleibt der Assad alleine und er fällt dann. Das ist die beste Methode. Zu den archäologischen Schätzen. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Alles muss geschützt werden. Aber glauben Sie mir, die Syrer waren ohne die Familie Assad viel, viel besser dran. Wir haben immer damit zusammengelebt. Wieso ist der Assad jetzt der Garant dafür, dass die verschiedenen Konfessionen miteinander besser leben, wo wir wissen, dass er diese Familie und seine Männer lauter korrupte Menschen sind. Ein Vergleich. Saudi-Arabien hat in den 70er Jahren 200.000, 300.000, 400.000 Erdölbarrel pro Tag exportiert. Jeder wollte nach Saudi-Arabien. Das Erdölbarrel war damals 3, 4 Dollar, nicht mehr. Es gab mehrere Jahre, über 10 Jahre, wo Syrien pro Tag 600.000, 700.000 Erdöl exportiert, mit einem Preis von 70 bis 80 Dollar. Und schauen Sie die wirtschaftliche Situation in Syrien. Alle steckt in der Hände, in der Taschen, also des Präsidenten. So eine Regierung brauchen die Syrer wirklich nicht. Zu dem Dialog, was meint man, wenn die Opposition die Bedingung hat, wir verhandeln nur mit Leuten, deren Hände sauber sind. Gemeint ist nicht die oberste Führung, die die Befehle ausgeben, ihr dürft in dieser Stadt heute 30 Leute töten und an dem Dorf so viel. Mit Regierungsbeamten. Mit Minister, natürlich. Es gibt ein Kreis, die das Management, die Krise also managen. Sie nennen das Krisenmanagement-Kreis. Gemeint ist, sind diese Leute. Die sind also hauptsächlich von der Geheimdienste. Wir meinen, es wäre unklug, wenn man mit dem Mörder selber also verhandelt. Weil nur das nur dazu führt, dass er seinen Hals rettet. Das Land interessiert ihn nicht. Und die Rolle der Frauen, ohne die Rolle der Frauen ist die Revolution nicht hierher gekommen. Das werden Sie nachher schon sicher sehen. Danke. Die Frage an Sie
war, welche Garantien kann die Regierung geben? Dann auch dieselbe Frage ist bezüglich der Bedingungen für Verhandlungen und die Rolle der Frauen im Prozess. Ja, die Frauen sind sowieso zu bedauern. Schon immer und jetzt unter dieser Struktur, die wir jetzt in Syrien, in Nordsyrien sehen, oder in Ägypten oder in den muslimischen Ländern, die wird ja nur schlimmer. Das sind also sehr zu bedauern. Am schlimmsten sind die Frauen betroffen und das ist eine Sache, die uns sehr weh tut. Das ist das eine. Dann die zweite Frage war zumindest, mit wem ist die syrische Regierung bereit zu verhandeln, glaube ich. Das war Ihre Frage. Ja. Nur, ich vertrete niemanden. Ich sehe nur, wie sowas gehen kann. Ich kann ja nur Schlüsse ziehen. Und ich werde Sie selber jetzt die Schlüsse ziehen lassen. Wir haben einen säkulären Staat. Bei uns sind die Parteien jetzt zugelassen. Sie dürfen keine Religion angehören. Sie dürfen keine bestimmte ethnische Gruppe angehören. Sie dürfen nicht ein Teil einer anderen Partei, die außerhalb des Landes regiert. Sie dürfen nicht von außen finanziert werden. Dann können Sie sich jetzt überlegen, welche Parteien in Syrien eben nicht zugelassen werden können und welche Parteien keine Partner, mit denen die syrische Regierung verhandeln will. Ohne dass ich Ihnen jetzt sage, was die Regierung will. Sie können sich ja selber überlegen, wer könnte das nicht? Da brauche ich also die Frage nicht mehr zu beantworten. Was war noch? Da war noch eine Frage. Welche Garantien kann die Regierung geben im Falle einer Verhandlungslösung? Welche Garantien kann die Regierung geben? Also nach meiner Einschätzung ist es, dass die Situation in Syrien und die Umgebung, die in Syrien wirkt, die ist die Garantie dafür, dass in Syrien zwar eine demokratische Grundordnung herrscht, aber unter bestimmten Eckpunkten nicht bewegt werden können. Zum Beispiel, das ist die Allianz von Syrien, das ist das wirtschaftliche System, das ist zum Beispiel die Tatsache, dass Syrien eben ablehnt, mit der Weltbank zu verhandeln, dass sie Geld da bezieht. Die Leute wissen nicht, wie wichtig das ist, dass ein Land sich auf die Weltbank einlässt. Das sind Sachen, das sind Eckpunkte, die nicht verändert werden können. Und die werden so bleiben. Frau Heidt, die Frage, die noch ausbleibt, ist, das Vertrauen an die internationale Gemeinschaft ist erschüttert. Warum haben die USA nicht einen ernsthaften Willen gezeigt? Ja, ich habe die Frage ja so verstanden, als ging es nicht nur die Frage, weswegen die USA nicht ernsthaften Willen gezeigt hat, sondern durchaus auch zum Beispiel die Europäische Union oder auch die Bundesregierung. Der wesentliche Punkt ist, beide erklären in Sonntagsreden, wir wollen eine friedliche Lösung und wir wollen eine Verhandlungslösung. Aber wenn man genau hinguckt, dann wollen sie die nur zu ihren Bedingungen. Zu den Bedingungen, dass sich vor allem die USA, aber auch die Europäische Union quasi ihre syrische Regierung aussuchen. Wir haben jetzt schon mehrere Situationen mitbekommen, wo handverlesene Opposition, so sie ins westliche Raster gepasst hat, eingeladen wurde, dann der Weltpresse präsentiert wurde als die syrische Opposition und die war noch nicht mal zu Hause und der Großteil der anderen syrischen Opposition hat gesagt, die sprechen überhaupt nicht für uns. Also es ist wirklich das große Interesse des Westens gibt der Instrumentalisierung der Situation, so wie sie jetzt im Moment in Syrien ist und eben kein Interesse daran gibt, die Syrerinnen und Syrer selbst bestimmen zu lassen, wie ihre Zukunft aussieht, weil es ganz klar ist, dass wirklich nur ein Teil der Opposition überhaupt erwünscht ist von Seiten der USA, aber auch der Europäischen Union. Also dass so eine Konferenz, wie sie in Genf stattgefunden hat, ich weiß, manche haben es mitbekommen, dass die komplett ignoriert worden ist von den Regierungen hier, egal ob USA oder EU, ist doch ein klares Zeichen dafür, dass sie überhaupt kein Interesse daran hat an einer syrischen Lösung, während sie gleichzeitig eben in Paris ein paar handausgewählte Menschen, die angeblich für die gesamte Opposition sprechen, präsentiert hat. Und ich finde, das ist nicht nur unehrlich, es ist auch in einem großen Maße gefährlich. Ich will nur eine und ganz gravierende Sache ansprechen.
Die meisten haben es mitbekommen, dass die USA ja jetzt versprochen hat, so ein ganzes Hilfspaket, zu dem auch gehören Nahrungsmittellieferungen für Aufständische in Syrien, wogegen jetzt überhaupt nichts zu sagen ist. Das Interessante ist nur, dass sie damit Nahrungsmittelhilfe, humanitäre Hilfe instrumentalisiert für eine politische Einflussnahme, weil nämlich gleichzeitig für all die Millionen Flüchtlinge, die es gibt, das Geld, was der UN versprochen worden ist, nicht geliefert wurde. Es wurde Anfang des Jahres versprochen, 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen für die Hungerhilfe. Gerade mal 400 Millionen davon wurden überwiesen, mit dem Ergebnis, dass wahrscheinlich nächsten Monat die Flüchtlinge im Libanon, wo es ja alles schon extrem unsicher und instabil ist, keine Nahrungsmittelhilfe mehr bekommen werden. Dass diejenigen in Flüchtlingslagern in Jordanien mehr bekommen werden. All das macht wirklich klar, wie sehr hier instrumentalisiert wird, was als Notlage da ist und wie wichtig es ist, dass wir Druck dafür machen, dass humanitäre Hilfe, dass direkte Unterstützung auch stattfindet, völlig egal von politischer Einflussnahme, sondern einfach nach Notwendigkeit. Und da haben wir eine große Aufgabe vor uns, das der Politik nicht durchgehen zu lassen. Das wäre zum Beispiel ein weiterer interessanter Vorschlag in diesem Katalog der Forderungen gerichtet gegen die Instrumentalisierung der Notlage. Hier war ein Kollege, 1, 2, 3. Danke. Ja, Peter Förster vom Arbeitskreis Zivilklausel der Uni Köln. Wir kämpfen für friedliche zivile Wissenschaft gegen Rüstungsforschung und Rüstungsproduktion. Ich habe am Anfang eine Anmerkung. Ich glaube, es wäre hilfreich gewesen, wenn auch ein Vertreter der demokratischen Opposition in Syrien, die durchaus kämpft dafür, dass dieser, also nicht den Kriegstreibern das Wort redet und dem Krieg das Wort redet, sondern für soziale Progression im säkulären und fortschrittlichen Sinne kämpft und die das gibt in Syrien, auch vertreten gewesen wäre, um einen anderen Einblick noch zu kriegen, weil die auch durchaus sich wenden ja gegen militärische Intervention jeglicher Art und auch gegen Waffenlieferung. Das wäre, glaube ich, förderlich gewesen. Darf ich Sie nur darauf aufmerksam machen, wir haben noch andere Panel, wo die von Ihnen angesprochen haben. Da wollte ich nur darauf hinweisen, weil ich glaube, das bisherige gibt dadurch einen nicht genauen Einblick. Und dann möchte ich darauf hinweisen, bevor ich zwei Fragen habe, dass ich meine, man erstmal sich beschäftigen muss, was denn die Ursachen dessen sind, dass jetzt in Syrien läuft, nicht so wie in Ägypten. Und ich meine, das ist die Intervention der NATO in Libyen, die damit zum Zeitpunkt, wo Saudi-Arabien gegen Aufstände in Bahrain einschritt, zum Beispiel militärisch, diesen Konflikt, was ein emanzipatorischer war, dann gedreht hat, indem sie neoliberale und islamistische Kräfte spannenderweise in Libyen unterstützt hat, diesen Konflikt eine völlig andere Dynamik gegeben hat, einen Bürgerkrieg angezettelt hat und damit gegen den emanzipatorischen, demokratischen Aufstand gewirkt hat in dem ganzen Bereich. Warum sage ich das? Weil damit, ohne dass ich ein Freund von Gaddafi jetzt in irgendeiner Form bin, aber trotzdem, das meine ich, der Kernpunkt ist, warum dann auch Assad so hart reagieren muss, weil es das Beispiel von Libyen gibt, dass man so lange bombt, bis jemand gegen Völkerrecht abgeschlachtet wird, ermordet wird und dann ein dem Westen zugehöriges Regime sozusagen installiert wird. Und das halte ich in der aktuellen Situation auch für das Problem, dass nämlich die NATO-Kräfte weiterhin sozusagen ingenehme Kräfte ermuntern, kriegerisch vorzugehen, statt auf eine Verhandlungslösung zu setzen. Heute Morgen, der Hinweis war in der Presse, Großbritannien behauptet, irgendwie Chemiewaffen seien im Spiel, was genau der Anlass war für den Irakkrieg vor 10 Jahren mittlerweile, der über 1 Million Tote zum Ziel hatte. So, und da von dieser Analyse ausgehend, meine Frage an Herr Aboulaban, Sie sagten, Sie würden eine Revolution wollen. Meine Frage ist, was für eine Revolution wollen Sie eigentlich, wenn Sie Waffenlieferungen der reaktionärsten, menschenverachtendsten Regime in dieser Region unterstützen und sich von den Ölkonzernen und dem Imperialismus irgendwie den anrufen, wenn Sie so unkritisch auf die internationale Gemeinschaft Bezug nehmen, dass die diese Revolution, die ja die Armut, die Kriege in der Region verursachen, dass die Sie unterstützen wollen. Was soll das eigentlich für eine Revolution sein, die Sie denn da vor Augen haben? Das ist die eine Frage. Und die Frage an Claudia ist,
Ich sehe unsere Aufgabe als Friedensbewegung darin, weil wir uns ja mit den Ursachen vom Krieg beschäftigen müssen, wirklich der NATO die ganze ideologische Propaganda und den zu verunmöglichen, weiter darauf zu setzen, dass man durch einen Krieg und durch eine militärische Lösung da jetzt den nächsten Regimewechsel einleitet. Und meine verbundene These damit ist, wenn uns das gelingt, dann gibt es Verhandlungen. Weil das Regime Assad ist in meinen Augen so unter Druck, die bieten Verhandlungen an. Das ist in den, der Kollege Sayek hat hingewiesen auf russische Medien, da ist das zum Beispiel zu lesen, dass die durchaus bereit sind zu Verhandlungen. Und in meinen Augen, wenn die NATO, wenn wir denen verunmöglichen, den Kriegstreibern hier, dass sie weiterhin auf Waffenlieferungen und auf Krieg setzen, dann wird auch die Opposition gezwungen sein zu Verhandlungen und dann ist auch der Weg dafür frei. Und dass auch die demokratische Opposition, die das gibt, dann wieder die Richtung vorgibt. Darf ich jetzt die Kollegin bitten, so nach dem sogenannten Reißverschlussprinzip? Profitiere ich jetzt von der Partizipation der Frauen? Ja. Wie gut. Ja, ich habe zwei Fragen. Einmal ist Ihnen bekannt, dass es, Entschuldigung, mein Name ist Karin Leukefeld, ich bin Journalistin. Ist Ihnen bekannt, dass es in Syrien landesweit Dialogforen gibt, auf verschiedenen Ebenen, lokal, regional, dass es verschiedene Einladungen gegeben hat zu einem nationalen Forum, Dialogforum. Ist es Ihnen bekannt und wie können Sie sich vorstellen, dass dieser innere Dialog in Syrien unterstützt werden kann? Und dann wollte ich fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass es ein Ministerium gibt für nationale Versöhnung, das in Syrien sehr aktiv ist und wie Sie sich vorstellen können, diese Arbeit zu unterstützen. Und Entschuldigung, meine dritte Frage ist, das Genfer Abkommen, was Ende Juni letzten Jahres vereinbart worden ist, sieht auch eine Übergangsregierung vor, für Syrien, was ja jetzt auch am Anfang dieser Veranstaltung nochmal erwähnt worden ist, dass das sinnvoll sei. Wie können Sie sich vorstellen, dass dieses Genfer Abkommen, kann dieses Genfer Abkommen eine Möglichkeit sein, um den Konflikt in Syrien auch international zu beenden? Und wie können Sie sich vorstellen, dass Ihre persönliche oder organisatorischer Zusammenhang das unterstützen kann. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte. Mein Name ist Hüseyin Uslu. Wenn man den Herrn Sayek Glauben schenkt, glaubt man, Syrien war, ist immer friedlich gewesen, eine der besten Länder überhaupt. Man bisschen näher zum Mikrofon. Wenn man den Herrn Sayek Glauben schenkt, meint man, Syrien war immer friedlich, Friedensland oder in sich selber. Man braucht nur 1982 gucken, der Vater Assad, was der damals in Hama, ich weiß nicht, wie das schon auf Deutsch heißt, mit Chemiewaffen sein eigenes Volk vernichtet hat. Und der Herr Sayek erzählt nochmal, welche Opposition in dem Land Optionen überhaupt stattfinden können. Die müssen keine Religion haben, sich davon differenzieren und. Können Sie mir auch sagen, dass jetzt in der Verfassung von Syrien allein die Mitgliedschaft von Muslimenbruderschaft die Todesstrafe. Allein, wenn man die Mitgliedschaft von Muslimenbruderschaft ist. Ja, ich soll fragen? Ja, ich würde gleich weiterzählen. Das ist auch eine Frage, das ist auch eine Feststellung. Zweitens, mit ausländischen Kräften da kämpfen. Im Januar dieses Monats hat die syrische Regierung gegen 48 iranische Häftlinge, die in syrischen Opposition waren, gegen sein eigenes Volk getauscht. Über 2000. Also iranische Gefangene gegen sein eigenes syrische Gefangene hat die syrische von welchem von welchen Verhältnissen reden wir hier? Können Sie uns sagen, ja, ich komme nicht weiter.
Dankeschön. Es ist klar, wir werden gleich zur Antwort kommen, aber ich wollte noch fragen, ob es aus... Bitte. Monika Schierenberg, ich würde gerne die Frage, die schon gestellt worden ist, zur Rolle der Frauen nochmal stellen, weil ich finde, die ist nicht beantwortet worden. Ja. Also die tun uns leid, das für mich ist für mich keine Beantwortung. Ja. Also sowohl in der Opposition, aber natürlich auch im bestehenden System. Also nochmal die Frage zur Rolle der Frauen, auch zu den Ideen jetzt und für die Zukunft. So, wenn es jetzt keine weitere Meldungen gibt, dann würde ich Sie bitten, vielleicht mit dem Thema, das wirklich etwas unterbelichtet war, mit der Rolle der Frauen, beginnend in dieser Reihenfolge, Abu Laban, das und zu den anderen aufgeworfenen Themen, was Genfer Abkommen betrifft und die Rolle Ministerium der nationalen Versöhnung, verschiedene Dialogforen, welche sind es eigentlich an alle gerichtet, welche und dann vor allem an Sie gerichtet, die Gretchenfrage, was für eine Revolution ist das eigentlich? Ja, das ist eine Volksrevolution, was in Syrien stattfindet. Glauben Sie mir. Sie werden dort sehen, jemanden, der 16 Jahre oder 14 Jahre und 90 Jahre darin beteiligt. Schauen Sie, dass Sie dort hinkommen und Sie werden das feststellen. Die Syrer wollen nämlich also nach dieser Revolution ein demokratischer, ziviler Staat haben, ein Staat, der auf Bürgerkrieg, auf Bürgerrecht aufbaut, wo alle gleich sind, gleiche Rechte haben. Also genau, was man hier in diesen Kreisen sieht. Zu dem Dialog vorhin in Syrien. Es ist sehr schwierig, dass das Regime dort ein freies Dialog erlaubt. Dialog braucht also Freiheit, freie Atmosphäre und das gibt es in Syrien nicht. Momentan könnte man von so einem Dialog, das erfolgreich sein kann, wenn das in den befreiten Gebieten stattfindet oder im Ausland. Da redet jeder ohne Druck über die Rolle also von Versöhnungsministerium. Ich glaube nicht, ja. Also der Name des Ministeriums ist also, glaube ich, genug schlecht. Das bedeutet, dass das Volk dort total zerstritten ist. Und glauben Sie mir, das ist nicht die Wahrheit. Und zu den Genfer Abkommen. Die Syrer wollen ihr eigenes Weg gehen. Wir wollen niemandem, also... Sie wollen niemandem erlauben, ihnen gegenüber etwas zu diktieren. Alle Hilfe, die vom Ausland unter Bedingung kommt, wird von den Revolutionären mit Skepsis empfangen. Bis jetzt bei allen internationalen Versuchen, wenn Sie das analysieren, spüren Sie hier oder da irgendwie politische Interessen von den anderen Ländern. Die Situation ist schwierig. Wir haben ein Land, das mit der Flucht der Geografie zu tun hat. Wir wissen schon, wir sind im Herz der Welt, im Zentrum der Welt. Wir können uns nicht immer realisieren, was wir uns wünschen. Aber trotzdem, irgendwo muss ein Minimum, ein Maximum innerhalb von dem die Syrer frei bewegen dürfen. Zu der Rolle der Frauen. In der Zukunft hoffen wir, wollen wir, dass genau hier, dass wir genau haben, was man hier
in den demokratischen Ländern hat, sieht. Am Anfang, die Leute oder die Menschen, die das Geld geschmuggelt haben, um die Revolution aufrecht zu erhalten, um die Nahrungsmittel, die Medikamente, die Versorgung und auch die Waffen an den Revolutionären zu gelangen, über 50% von denen waren Frauen. Frauen, die bis jetzt ihre Rolle spielen und unbedeckt also arbeiten. Es ist noch zu früh, dass man über die Rolle der Frauen zu reden und was sie bisher an dieser Revolution geleistet haben. Das wird noch einige Weile dauern, bis man mehr darüber öffentlich hört. Danke. Okay. Vielleicht noch etwas zum Genfer Abkommen? Dafür habe ich Zeit, Herr Leo. Nein, nur kurz. Ein großes Kapitel in diesen zwei Jahren. Ist genau. Das alles, was man über die Rolle der Frauen sagen kann? Nein. Die haupttragende Leistung sind die Frauen und die Kinder. Die Jugend, die Männer, die können dann flüchten. Wir haben momentan, glaube ich, mehr als 17.000 Frauen und Kinder, die also schuldlos getötet wurden. Mit Raketen, Kanonen, einfach auf ihre Häuser geworfen. Und das alles von dem Regime. Die Rebellen haben maximal Kalaschnikow. Und in den letzten Monaten haben sie ein bisschen Panzerabwehr. Machen wir dann noch eine Abschlussrunde. Darf ich nur einen kurzen Beitrag aus meiner eigenen Beobachtung machen, dass mir Syrien erschienen ist als ein Land, das im Vergleich zu anderen arabischen Ländern, wo die Rolle der Frauen traditionellerweise sehr eine stärkere gewesen ist. Ich meine, so stark wie halt in den vielleicht auch westlichen elitären Gesellschaften, dass es mich verwundert hat, im Unterschied zu anderen Kampfszenarien, dass es keine Kämpferin, habe ich gesehen, ich persönlich, in meinem Besuch bei den in den Gebieten um Aleppo herum haben im Krieg selber, in der Revolution, die Frauen keine Rolle, weder im Kommando noch im, aus welchen Gründen auch immer, weil, wie die Männer mir versichert haben, sie geschützt werden sollen. Sie haben aber eine Rolle innerhalb der zivilgesellschaftlich in der lokalen Komitees, die es auch dort gibt. Soweit also mein Verständnis zu der Rolle der Frau in den revolutionären Bewegungen, aber Sie werden ja sicherlich mehr über die traditionelle Gesellschaft wissen. Also zum Thema Frauen, das ist, wer in Syrien gewesen ist, wer gesehen hat, wie die Frauen sich in Damaskus verhalten, welche Freiheiten sie haben, welche Sicherheiten sie haben, dann kann man nur wünschen, dass es überall so geht wie in Syrien. Eine Frage, ich will aber die Frage trotzdem noch anders beantworten. Wer gesehen hat, wie Frauen in Ägypten in neuer Zeit belästigt werden, angegriffen werden, dürfen sich nicht ansehen, wie sie wollen, kann man nur hoffen, dass diejenigen, die in Ägypten regieren, nicht bald in Syrien regieren werden. Das ist zum Thema Frau. Dann geht es hier um, irgendjemand hat gefragt von Toleranz oder irgendwas. Es hat die Frage gegeben, Verbot der Muslime. Ja. Unter okay. Todesstrafe und auch für Sie ist das Genfer Abkommen.
Ja, da bin ich. Gut, okay. Also, die Frage ist es, wie da immer gestellt wird, dass sagen wir, Assad hätte die Muslimbrüder in Hama verfolgt. Aber wer nicht genau weiß, weiß nicht, dass die Muslimbrüder zweimal versucht, Assad umzubringen. Und da weiß man auch nicht, dass die Muslimbrüder 4 Jahre vorher Terror in Syrien geführt haben. Außerdem, das ist ja eine alte Geschichte, aber das ist so gewesen, dass man da das hat. Um zu wissen, welche Garantien unser Staat für Frauen und für Männer und so und für Christen und Minderheiten, lese ich Ihnen, was in der Wikipedia steht. Sie brauchen das nur nachlesen. Ich lese es nur kurz, damit es jetzt aktueller wird. Die syrische Verfassung garantiert Religionsfreiheit. Das Amt des Staatspräsidenten ist jedoch ausschließlich den Muslimen vorbehalten. Dennoch, die Maas-Partei war außerordentlich tolerant gegenüber religiösen Minderheiten, einschließlich der Christen und Juden, aber auch Frauen. Da muss man das auch sagen. Christliche Kirchen sind anerkannt und kaum einem so gesellschaftlichen Druck wie früher ausgesetzt. Auch ein Gründungsmitglied der Baas-Partei ist ein Christ. Jetzt kommt es. Seit dem späten 1960er Jahren gewinnt der konservative und strenge ausgelegte Islam unter der Bevölkerung immer mehr an Einfluss. Salafisten und Wahhabisten, wahhabitische Tendenzen nehmen immer weiter zu. Zu diesen Gruppen zählt auch die syrische Muslimbrüderschaft. Dies war ein Grund für viele Christen auszuwandern. Ich bitte Sie, lesen das in Wikipedia, das ist nicht meine Meinung. Dann hat jemand gesagt, sprach von Massenvernichtungsmitteln. Und wir haben ja vor kurzem, heute hab ich da im Radio gehört, dass man jetzt der syrischen Regierung vorwirft, Waffenvernichtung benutzt zu haben. Ich lese Ihnen chemische Waffen. Also, Raphael Ebler schreibt, falsche Flagge, chemische Angriffe der Rebellen in Syrien werden der Assad-Regierung zugeschoben. In Syrien kam es vor einigen Tagen zu einem Einsatz chemischer Waffen, bei dem 26 Menschen zu Tode kamen, darunter 16 Soldaten der syrischen Regierung. Und noch eine Sache, die Sie bitte im Internet nachsehen können. Gucken Sie mal unter den Namen Erik Harun. Erik Harun, wenn Sie es gucken im Internet. Da steht, Generalanwaltschaft des Staates Virginia verdächtigt den früheren amerikanischen Krieger Erik Harun, in diesem Jahr auf Seiten der Revolutionäre gekämpft und dabei eine Massenvernichtungswaffe in Syrien verwendet haben. Ihn erwartet eine lebenslange Strafe. Stand nicht von mir, steht im Internet. Danke. Frau Heid. Ich habe ein Mikro, ich brauche keine zwei. Das reicht. Vielleicht ganz kurz zur Ergänzung für die Rolle der Frauen. Ich war nicht in Syrien, aber ich habe Kontakt mit verschiedensten Menschen aus der demokratischen Opposition. Und allein die Bilder der ersten Demonstrationen haben gezeigt, dass Frauen eine wichtige Rolle gespielt haben. Vorne an den Fronttransparenten standen, mitorganisiert haben. Sie waren diejenigen, die auch Pressemedienkontakte organisiert haben. Aber es fällt schon sehr auf, und zwar nicht nur in Syrien, dass je stärker ein Konflikt militarisiert, desto weniger Frauen dort eine Rolle überhaupt spielen können. Unter anderem auch wegen der Eigendynamik militärischer Strukturen, die fast schon naturgesetzlich männlich dominierte Strukturen sind. Es gibt ein paar Ausnahmen dazu. Syrien ist ganz sicher keine Ausnahme davon, nach all dem, was ich mitbekommen kann. Aber wir sollten den Kopf haben, es gibt nach wie vor sehr viele Frauen, die im Gefängnis sind in Syrien und die dort auch aus politischen Gründen sind, wo es sehr wichtig ist, dafür zu sorgen, dass sie wieder auf freien Fuß kommen. Das gehört ja auch zu den Schritten, die vorgeschlagen sind, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und insgesamt ist eben zu bedenken, dass diese Dinge wie Dialogforen, die benannt worden sind, eben auch stark von Frauen mitbenannt worden sind, aber unter den Bedingungen eines bewaffneten Bürgerkrieges schränkt das doch eher die Möglichkeiten von Frauen aktiv an ihrer Zukunft zu arbeiten massiv ein, als dass es diese irgendwie befördern würde. Deswegen, man merkt, ich bin grundsätzlich sehr skeptisch, ob
Militär ein Weg zur Emanzipation sein kann, ganz besonders unter den Bedingungen, dass es auch von außen sehr stark instrumentalisiert wird. Zum Genfer Abkommen habe ich faktisch vorher implizit vor eine ganze Reihe schon gesagt. Ich unterstütze das, halte es für einen ganz sinnvollen Weg, der aber mit konkreten Schritten gefördert werden muss. Und schlussendlich müssen wir einfach im Kopf haben, dass vor allem von der USA, von NATO, von der Europäischen Union gerade nicht gewünscht ist, diese selbstbestimmte Lösung zu haben. Und deswegen meine Forderung an Sie nicht ist, einen Verhandlungsprozess einzuleiten, sondern meine Forderung an Sie ist, dem nicht mehr im Wege zu stehen. Und es den Menschen in Syrien dann auch zu überlassen, wie sie ihn organisieren wollen. Und sie stehen ihm eben aus meiner Sicht im Wege mit Waffenlieferungen zum Beispiel. Ich meine, um das ganz grundsätzlich zu sehen, vielleicht fällt den meisten ja auf, dass Waffenlieferungen in die Region Nordafrika, nahe Mittlerer Osten, nach den sogenannten arabischen Frühlingen nicht aufgehört haben, sondern sich nicht nur verdoppelt, sondern verdreifacht, verfünffacht haben, je nach Region. Und zwar in alle Staaten mit drei Ausnahmen, Libyen, wo eben Gaddafi gestürzt worden ist, nicht in Syrien und nicht in den Iran. In alle anderen Staaten wurde in der Zwischenzeit die Waffenlieferung vervielfacht. Und das ist ganz klar, damit wird quasi die Ordnung gestützt, die der Westen haben möchte. Und zwar ganz massiv, also die Golfmonarchien zum Beispiel, die als Verbündete gewollt sind. Und daran ist ganz klar festzustellen, dass da keine demokratische Agenda im Raume steht. Und deswegen wirklich nur mein Wunsch, steht an den Westen, steht dem der demokratischen Agenda nicht im Wege. Ich erwarte und habe überhaupt keine Illusionen darüber, dass es irgendeine neutrale oder sinnvolle Vermittlung von Seiten der NATO-Staaten überhaupt nur geben kann. Sondern es ist unsere Aufgabe, den Druck zu entfalten, dass zumindest die Knüppel, die im Wege gelegt werden, dass die nicht mehr ganz so stark fliegen. Ja. Dankeschön. Ich bedanke mich bei allen, die hier am Podium sitzen, aber auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für die aktive Teilnahme. Wir haben, glaube ich, was nicht ganz leicht war, aus den verschiedensten Ecken die Möglichkeit eines politischen Dialogs nicht nur am Horizont irgendwo gesehen, sondern auch sozusagen hier am Podium und auch im Saal verwirklicht, indem gewisse Punkte zur Sprache gekommen sind, die vielleicht kontroversiell eingeschätzt werden, wie zum Beispiel die Frage der Waffenlieferungen an die Opposition, etwa zum Beispiel auch die Frage der Kunstschätze, weil da gibt es vielleicht noch einen Diskussionsbedarf und dann kommen wir hin, wenn gewisse Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Befürchtungen wie Privatisierung und so weiter nicht durchdringen. Als besonders wichtig ist mir erschienen, was Sie, Frau Haidt, gesagt haben, dass der Waffenstillstand gekoppelt ist an einen politischen Prozess oder umgekehrt, dass der politische Prozess, würde ich sagen, das entstehen muss und verschiedene Anzeichen und auch Indizien vorhanden sind, dass es Voraussetzungen gibt für diesen politischen Prozess, wenn wir uns auch nicht einigen können, vielleicht alle, dass die bestehenden Dialogformen bereits das Ei von einem solchen nationalen Dialog auf unterer Ebene ist, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen werden sollte. Es gibt gewisse internationale Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, an denen man weiterarbeiten könnte. Es gibt auch Vorschläge, die implizit geworden sind, wenn wir zum Beispiel denken an das Verbot gewisser politischer Organisationen, weil da die Frage aufgetaucht ist, also ich weiß jetzt nicht, ob die Todesstrafe noch damit verknüpft ist, aber ich weiß, weil mir die Regierung gesagt hat,
dass die Muslimbruderschaft verboten ist nach wie vor in Syrien als Organisation. Also da gibt es viel, was noch weiter getrieben werden kann, und das ist auch an dieser heutigen Tagung erst ein Anfang gegeben, und sie haben sich verdient, sich etwas auszurasten, und wir sehen uns in 15 Minuten wieder zum zweiten Panel über das Thema, wie die konfessionellen Gruppen versöhnen. Dankeschön.